Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente, begrüße euch recht herzlich zurück bei Ich habe einen nervösen Fuß, Darksiders. Und ich habe den Weg zurückgefunden, war ganz schwer. Hat wirklich tatsächlich jetzt 5 Sekunden zwischen den Aufnahmen gedauert. Ich habe gedacht, ich guck mal, wie man jetzt wieder da hinkommt. Und dann bin ich hier runtergelaufen und habe dann das hier gesehen. Ne, Cookie Dent. Zack. Und ich denke mal, das ist dann schon das größte Rätsel, der größte Teil des Rätsels Lösung. So, hier eine Riesenkiste. Sehr geil. Immer schön. Stuff. Stuff ist immer gut. Und jetzt müssen wir aufpassen beim Runterfallen. Hier runter, genau. Hier ist nämlich noch ein Relikt. Ganz normales E2-Gott-Relikt, alles klar. Und hier kommen wir im Zweifel irgendwann wieder hoch, wenn wir da nochmal hoch wollten. Huch. Hilfe. Verwirrung. Und jetzt können wir wieder zurück. Ja genau, wir wollen ja durch die Tür mit dem Schlüssel. Alles gut, ich habe mich kurz gefragt, ob wir nicht irgendwie die Seele, die wir einsammeln sollen, noch nicht haben. Aber das haben wir noch nicht, das stimmt. Aber der Dungeon ist an dieser Seite ja auch noch nicht vorbei. Einmal den Jungen hier verhauen. Skeleton Warriors, ganz viele. Zack. Zack. Zwerge, die Zug. So, haben wir's. Genervt. Nein, da ist noch einer. Oh, wir sind mittlerweile Level 16. Krass. Bin ich auch Level 16, oder? Ich glaube, nach dem Quest für den Lord können wir mal einen Abstecher zurück in die Forgelands machen, unsere erste Belohnung von Vulgrim einlösen und den einen Level 17 Golem mal erledigen, den wir noch nicht erledigt haben. Erstmal schwimmen gehen. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die bringt Münzen. Ja, das ist der übliche Darksiders Drill Wasser. Einmal reingehen und gucken. Denn irgendwas befindet sich fast immer im Wasser. Auch das bewahrheitet sich in Darksiders 2 wieder. Och nö. So viel Schmu schon wieder hier. Oh, halt, da rechts blinkt's. Kamera. Hier hat's irgendwo geblunken. Geblunken. Da habe ich's. Die Buchseite. Komme ich von hier auch wieder weg? Also außer mich runterfallen zu lassen, das nochmal zu machen? Wahrscheinlich indem ich... Ja, okay. Nein. Nein, okay. Gut, dann halt nicht. Egal, wir haben die Buchseite, das war mir wichtig. Ich weiß zwar nicht, ob wir tatsächlich am Ende des Spiels alles suchen gehen, weil es mir jetzt schon so ein bisschen gegen die Nerven geht, aber das schauen wir dann mal. Ich denke eigentlich schon, ich kenne mich ja und ihr kennt mich ja auch und ihr wisst ja, wie ich so bin. Ach so. Den habe ich noch nicht gesehen gehabt. Und darüber? Okay. Soll ich ja auch noch schnell reagieren oder was? Was sind denn das für Anforderungen? Ich bin doch hier in keinem Jump'n'Run. Ich kann nur Button mashen. Ah ja, und das sieht wieder nach so einer Seelenkampfarena aus. Boah, krass, die Lichteffekte hier sind ja geil. Hallo. Tatsächlich auch eine Menschenseele. Ja, ja. Ja, ja. 16. Mhm. Wir schwören mal eben die Jungs ran. Aua. Ich sehe nichts. Ich bin gerade am überlegen, ob wir für den jetzt die Hyperform raushauen sollen. Aber bin eigentlich... bin eigentlich gerade dagegen, weil ich denke mal, die dritte Seele wird sich kampftechnisch noch ein bisschen schwieriger gestalten als die hier. Jawohl. Und ja, da sich die... Der dritte Kampf dann sozusagen als noch schwieriger erweisen wird. Sehr nette Taktik. Reingehen, werfen, rausgehen, reingehen, werfen. Nein, nee. Na? Haben wir's? Ja. Find the second soul steht da. Finde diese eine Seele. Nicht kämpfe bis zum Tod und zum Umfallen darum, dass du diese Seele auch noch bekommst. Schatzkiste? Wo bist du? Ah, da bist du. Flump. Oh, falsche Seite.
So, einmal schnell auf die Karte. Okay, sieht gut aus. Geronimo! Einmal mit Körper. Flupp. Und dann haben wir den Teil des Dungeons auch schon wieder hinter uns. Mensch, das geht ja richtig flott hier. Das sind hier so kurze 2 bis 3 Folgen-Dungeons. Aber das finde ich auch ganz gut und ganz angenehm, denn die Gilded Arena war ja doch ein recht großer Dungeon und es wäre jetzt irgendwie ärgerlich, wenn wir von einer Story-Mission von einem großen Dungeon in den nächsten gehetzt würden. Obwohl das in Darksiders 1 gut funktioniert hat. Aber in Darksiders 2, wie gesagt, das fühlt sich alles ein bisschen anders an. Judgment is at hand. Humans, always so frightened. See your life as you truly lived. Na gut. Da hätte ich mir jetzt gewünscht, dass sie irgendwie sich was Kreativeres einfallen lassen. Also, dass er nicht jedes Mal dasselbe sagt, aber vielleicht ist das auch nur Verarsche, damit jetzt beim dritten Mal was anderes passieren kann und man jetzt denkt, oh, das dritte Mal wird genauso sein. Auf jeden Fall ist der Beginn von der dritten Dungeon-Welt anders. Also von dem dritten Dungeon-Teil, muss man ja fairerweise sagen. Hopp. Hopp. Na, das war jetzt ja schwer. Neue Seelen für den Mann, neue Seelen müssen ran. Aufzug. Hi. Na? Super Saiyajin Level 2, er blitzt schon. Das war unfair. Der nervt mit seinem Schild. Hardcore. Hallo? Lässt du mich mal, danke. Ey! Da bin ich aber vorher weggesprungen. Aua. Ach, der hat auch Blitzenergie? Das ist ja nett. Ich bin halt immer dadurch, wenn er diese Attacke macht, bin ich immer zu weit weg, um das auszunutzen, dass er gerade sein Schild nicht an der Hand hat. Und zack. Muss der ja ausweichen. Das ist halt das andere Problem. So. Aber mit ein bisschen hin und her gespringen geht das alles. 1 und 2. Ich schätze mal, wir sind in 1. Probieren wir mal. Ja, genau. Okay. Dann fahren wir mal für 2. Können wir nicht. Mhm. Ja, das ist ja überraschend. Da mal einer hin. Da auch mal einer hin. Erste Passage oben freigemacht. Hat die zweite auch mal was gebracht. Gehen beide drauf. Na gut, dann wie geht's hoch? Hier, das reicht auch im Leben nicht, oder? Nee, tut's auch nicht. Ja, ist ja gut. Lieber Fahrstuhl, wir haben das schon verstanden, das Problem. Komme ich von dir aus da irgendwie hoch? Nee. Komme ich bei dir irgendwie hoch, Kollege? Ah ja, das sieht besser aus. Na also. Yippidi, yippidei. Kletterrunde für alle. Und hier und hopp und hibbidi hobbidi hopp. Mhm. Nach oben. Nach links oder nach rechts? Da ist ein Double, da ist nix. Dann müssen wir hier lang. Und weiter hier lang. Und noch weiter hier lang. Und noch weiter hier lang. Dann müssen wir hier runter. Dann müssen wir uns das hier snappen. Scheiße. Natürlich spawnen wir jetzt wieder hier unten. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Ist die ganze Kletterscheiße gemacht? Fällt es an einer Stelle runter? Mann, nee.
Das wollt ihr doch sehen als Zuschauer, ne? Ihr lacht jetzt wieder euch ins Fäustchen. Guck mal, Ente ist gestorben. Also nicht gestorben, aber Ente ist runtergefallen. An der Stelle, wo es voll doof ist. Naja, hey. Hep. Hep. Ja, genau. Hua. 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 Ich sag dir, der ist immer mehr wie Link. Also, ne, nicht nur, dass ich Fässer kaputt machen kann, ich kann jetzt auch hier. Er sagt immer, hua, ha, ja. So, wo ist jetzt das Zeug, was ich damit treffen muss? Da. Okay. Hui. Jetzt habe ich meine Seelen unten vergessen. Ist eh wurscht. Okay. Gut, wenn du das sagst, liebes Schabül, weil hier die Seelen wieder ausgeschaltet werden. Flupp. Die Seelen werden ausgeschaltet. Oh, Wasser. Was machen wir in Wasser? Eine Coin einsammeln. Okay. Das ist auch krass. Hier ist jedes Mal so ein ganz kleines bisschen Wasser. Also wirklich nur so eine Art Swimmingpool, kann man fast sagen. Und dann ist da immer eine Coin drin oder eine Seite aus dem Buch der Toten oder was weiß ich, was wir da schon alles hatten. Immer einmal umgucken. Und dann weitermachen. Hier muss doch noch irgendwas Kleines, ne? Also, oder auch was Mittelgroßes. Die Seiten aus dem Buch der Toten finde ich jetzt alle nicht so unwichtig. 6 haben wir da schon wieder. Mensch. Menschenskinder sind hier. Und da ist die letzte Seele, die auch gar nicht in einem noch größeren Kampfareal als die anderen beiden steht. Na denn. Gut, dass wir uns die Reaper-Form aufgehoben haben, würde ich meinen, oder? Was? Natürlich. Mit ein bisschen mehr Effekt, ne? Hi. Stirbst du für jedes Skelett, kriegst du Schaden für jedes Skelett, das wir töten, oder wie läuft das hier? Ich bringe jetzt nicht die Reaper-Form raus, wenn ich gar nicht Damage am Boss mache. Oh. Da wollte ich gar nicht hin, aber okay. Wie läuft die Nummer hier? Ich verstehe das noch nicht. Wir können hier stundenlang Skelette farmen? Okay, das habe ich verstanden. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Nummer hier, oder? Warte mal kurz. Falsche Taste. Nee, Moment. Nein, das wollte ich auch nicht eigentlich. Danke, Spiel. Das wollte ich. Und dann hatte ich ihn ja gerade mal, danke. Kinder, lasst Papa mal spielen. Oder hört mal auf, mit Papa zu spielen, sonst wird er nicht nervös. Ich habe auf jeden Fall Schaden gemacht. Rams. Jetzt erstmal Waffen wieder aufladen. Ne? Oh, ich könnte auch, hätte auch theoretisch versuchen können, ihn mit dem, Todesgriff einen ranzuziehen. Das wäre die Alternative zu dem, was ich jetzt gerade mache. Nein, kriege ich nicht anvisiert gerade. Zu viele Gegner. Ich weiß, dass man den auch, dass man die Gegner irgendwie noch durchtappen konnte. Frag mich jetzt gerade nicht mehr, auf welcher der diversen Tasten in diesem Spiel das Ganze lag, aber ich weiß, dass es ging. Aber ja, er kriegt ja auch ganz gut Schaden, wenn ich ihm eine ganze Salve gebe. Also ist jetzt nicht so, als wenn sich das nicht rechnet, was ich da mache. Too many Skeletons. Haben wir schon mal. Ich habe das Gefühl, eine Salve macht genau ein Fünftel seines Lebens. So ungefähr sieht es jedenfalls aus. Auf jeden Fall ist die Knarre, die wir mit Tod dabei haben, effektiver als die Knarre, die wir mal mit Krieg dabei hatten am ersten Teil. Die war ja eher witzlos. Haben wir wieder nachgeladen? Jawohl, haben wir. Ah, ist ein bisschen weniger als ein Fünftel. Nachladen, lieber Tod, danke. Ich denke mal, den Kampf hätte man auch noch mal irgendwie anders machen können, aber ich habe jetzt so gemacht.
Jungs, Ruhe hier. Im Karton, wenn Papa spielt, will er nicht mit euch zu tun haben. Punkt, 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 Punkt. So. Oh. Die Seele ist was wert, wa? Die beiden waren es nicht. Dann waren es die beiden. Jawohl. Das Schlimme ist, dass man in der Reaper-Form halt auch Damage kriegt. Aber man merkt, also die Ultimate Reaper-Form, die ist auf jeden Fall deutlich länger als die alte. Hat aber auch ordentlich Damage jetzt gemacht. Au, 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 au. So, ein paar Lebensseelen uns einsammeln lassen, danke. Und dann geben wir ihm. Das war doch strategisch eine gute Entscheidung, sich die Reaper-Form aufzuheben. Kapuff. Halt. Da. Ich wusste doch, dass ich noch einen gehört habe. Piu. Kommen wir da hin, dass wir den hier hängen lassen. Und flupp. Ich wusste doch, dass ich den gehört habe. Aber ich war mir nicht sicher. Die Musik hier unten in diesen entsprechenden Gebieten ist halt auch schon ziemlich... die hat halt viele von diesen langen, durchgezogenen Tönen. Und die sind nicht ganz unähnlich diesem leichten Summen, das diese Steine von sich geben. Deswegen habe ich da schon für einen Moment Zweifel gehabt, ob ich das richtig gehört habe. Habe ich auch schon zwei, drei Mal hier in der Untotenwelt gehabt, das Gefühl, dass ich da... mich verwirrt habe sozusagen. Vielleicht habe ich es auch irgendwo. Vielleicht habe ich irgendwann mal einen Stein übersehen und gedacht, das wäre die Musik von dieser Untotenwelt, weil die ja doch manchmal gar nicht so leicht zu finden sind. Naja, egal. Jetzt bringen wir mal die dritte Seele weg. Und dann gucken wir mal, was beim Judikator dann so passiert. Vielleicht ist das eine Seele, die sich wehrt und sagt, nein, ich will nicht ins Totenreich. Und dann noch so einen noch größeren Endgegner beschwört. Wetten? Judgment is at hand. Der hat bestimmt keinen Bock. Humans, always so frightened. See your life as you truly lived. It is finished. Your lord summons you. I am ever his servant. You forget your station, Nephilim. You may be a horseman, but I am a lord of the dead. And your king demands an audience. This realm belongs to corruption now. None alive can stand against it. You misjudge me. You ride without the power of the seals at your back. You would not survive even the weakest trial of the realm. I brought low the arena's champion. That is but a game, Pale Rider. There are other trials meant to punish. Speak with the voice in the Gilded Arena. Ask of the Psychomeron. If you live, we will speak again. Aha. Na dann. Und der letzte Lord scheint, sagt, Mensch, Junge, das ist ja hier kein Spiel. Achso, hier können wir einfach. Du hast hier nichts zu melden und dieses Reich gehört jetzt der Corruption und niemand, der lebt, darf sich gegen. Oh, halt, 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 halt. Wir wollten noch eine Sache machen. Achso, nee, das haben wir gemacht, oder? Ich sehe keinerlei Schatzkisten mehr, dann haben wir es wahrscheinlich doch gemacht. Ja, richtig. Das war, wo ich dachte, ich muss wieder zurück, aber das hat sich dann ja erledigt, weil ich da weiter musste. Alles gut. Jetzt habe ich die Orientierung verloren, da muss ich lang. Jedenfalls, er sagt, kein Lebendiger kann sich gegen die Corruption stellen. Tod hat gesagt, Mensch, da unterschätzt er mich aber. Und dann haben sie sich so ein bisschen gegenseitig kettenrasseln, wie sich das in diesem Spiel mehrfach immer so wieder gehört. Und jetzt soll ich irgendwelches Zeug suchen, bevor ich mit ihm mich anlegen darf in der Guild Arena. Das Psychomeron oder so. Na denn. Na denn, FFN.
Und nein, ich werde für diesen Spruch, wurde für diesen Spruch nicht bezahlt oder beschoben. Passierte einfach so. Kurz mal auf die Karte gucken. Da waren wir schon, da brauchen wir die Portal Gun. Hier oben ist die City of the Dead. Da müssen wir quasi später hin. Soul Arbiter's Maze brauchen wir noch mindestens ein oder zwei Scrolls. Hier weiß ich nicht, warum wir eine Chest haben stehen lassen. Wahrscheinlich, weil uns irgendwas fehlte. Eternal Throne, da ist die Gilded Arena, da können wir hin. Wir gehen mal kurz zum Eternal Throne. Zum einen, weil ich bei Ostogod mal eben schnell wieder alles abgeben will, was ich da so abgeben kann. Was für ein Level haben wir mittlerweile? Kannst du kurz einmal gucken. 16 immer noch, okay. Einmal will ich bei Ostogod noch ein paar Sachen abgeben. Dann will ich nochmal mit dem König reden, nachdem ich jetzt zwei seiner Leute schon wieder eingefangen habe. Und dann gucken wir mal. Hi. House to your heart's content. House to your heart's content. Machen wir. Eigentlich browsen wir gar nicht so sehr, sondern wir haben Kram für dich. Das da haben wir. Moment, hier 4 Relikte von Etogod. Juhu, Geld. Das haben wir. Juhu, Skillpoint. Und sonst nix. Okay. Denn Skillpoints ist ein guter Stichpunkt. Wir haben jetzt gerade mal wieder 2 über. Mhm. Naja, nicht so viel geiler. Das ist schon ganz nett. Aber dafür müssen wir den erstmal dann durchskillen, damit der wirklich cool ist. Wir gucken mal weiter. Was haben wir hier? Mhm. 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 Ja, die Chance wird leider nicht besser, die Leute zu slowen. Das hingegen gefällt mir dann schon besser. Das klingt übrigens auch noch sehr geil. Klingt viele Sachen geil, das ist halt das Problem. Ich würde halt auch gerne die Gule noch besser machen. Im Moment weiß ich halt wirklich noch nicht so ganz, wo meine Skillpunkte reingehen sollen. Wir machen mal den hier. Oh, und der Radius wurde dadurch auch vorgesetzt. Sieht man das? Moment. Weiß ich nicht so genau. Hast du was Neues zu erzählen? Nee, ne? Nee, habe ich mir gedacht. Denn zum König wollte ich noch. Das machen wir auch noch diese Folge. Ich weiß, die ist schon wieder ein bisschen länger, aber das machen wir noch schnell. Habe ich gerade Lust zu. Kann ich da so rein? Darf ich da so rein jetzt? Ich darf da jetzt so rein. Sehr schön. Dümpti, 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 düm. Mal mit ihm sprechen, mal gucken, ob das was bringt. Do not fail me, okay. Horseman. Or you will never return to the eternal throne. Ja, 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 ist ja gut. Hab's ja verstanden, Digga. Ich dachte, du hättest was Neues zu erzählen, weil ich halt schon 2 Drittel deiner Aufgabe erledigt habe. Aber augenscheinlich ist dem nicht so. Okay. Dann würde ich sagen, liebe Leute, ich schnell reise mal hier hin. Wir machen hier einen Aufnahmecut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme von Darksiders wieder, wenn wir nach dem Psyker-Marion-Dingens-Gebummens-Kirchen suchen. Bis dahin wünschen Tod und ich alles, alles Gute und sagen ciao, ciao. Und ich habe kurz gestockt, weil ich hier nämlich auch wieder... Nee, aber hier ist es wirklich die Musik. Hier hatte ich nämlich auch am Anfang dieser Musik dieses... Also, ich war bei alles Gute und ciao, ciao. Bis denn!